Juju Charles ist ein Mädchen geworden. Leute, heute erwartet euch ein richtig wildes Video. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Nicht lachen angesagt. Okay, ja, also falls du jetzt noch nicht gelacht hast, war gut. Ansonsten hast du direkt verloren. Lass Like da, by the way, wenn du sowas feierst. Und ja, let's go. Wir sind hier auf dem Kanal von D2D Animation. Und wir sehen irgendwie so einen Abklatsch von Ben 10, okay? Und da kommt ein heulendes Mädchen rein. Was ist das Problem? Hey, er versucht sie ein bisschen aufzumuntern, aber was ist denn da los? Wurde die von Juju Charles ge... Nein, sie lacht wieder. Der Ehrenbrille. Hat er das Mädel wieder zum Lachen gebracht? Sehr gut. Aber was ist passiert? Sie erzählt. Sie war am Eis essen, auf entspannt. Oh, leckeres Eis, ne? Und Alter, da haben sie irgendwie ein paar Rüpel umgehauen. Und ihr Eis ist, glaube ich, dann kaputt gegangen. Guck dir die Dullis mal an, ne? Richtige Idiotas. Ja, und natürlich weint sie dann halt. Also muss man nicht weinen wegen dem Eis, aber... Boah, der Typ ist richtig sauer. Er sagt, ich kümmere mich da mal drum. Gibt jetzt Schelle. Und die beiden hängen da, ne? Und was macht er jetzt? Er verwandelt sich in das Mädchen? Oder was? Tatsächlich. Oh, der hat jetzt so ein bisschen geärgert. Die laufen dem jetzt hinterher. Ich sag dem natürlich, ne? Und anscheinend gibt's... Die Verwandlung in Juju Charles! Der wusste gar nicht, dass das möglich ist. Alright. Das ist wohl Mädchen, Juju Charles, oder? Habt ihr den Lippenstift gesehen? Digga, das sieht ja übel wild aus. Okay. Gucken wir mal. Also anscheinend hat er den Zug auf Standby geparkt, um die jetzt zu fressen. Und jetzt müssen die nämlich weglaufen. Oh, oh, oh. Alter, cool. Sowas will ich auch gerne mal machen. Kann ich mich auch mal in irgendwas gerne verwandeln? Der Schrei ist auf jeden Fall ein Mörder. Und irgendwas kommt da aus der Höhle raus. Juju Charles? Hä? Was ist das jetzt? Juju Mädchen und Juju Charles gegeneinander, oder was? Und die kleinen Dullis, um die geht's jetzt gar nicht mehr länger. Anscheinend gibt's jetzt hier erstmal eine dicke Beulerei zwischen den beiden. Boah, guck dir den Lasershot an! Geisteskrank. Da gibt's direkt eine Barriere. Das kann Juju Charles, ja. Im Finale in seinem Game macht er auch so eine komischen Jumps. Die Barriere wurde kaputt gesprengt. Aber Chuchuline ist nicht da. Es gibt direkt ein paar Attacks. Digi, können wir mal ganz kurz darüber reden, was das eigentlich gerade für ein epischer Fight? Hä? Yo! Also... Chuchu Charles hat sich gerade verknallt? Oh Gott! Digga, wie dumm ist das denn, ey? Coole Story. Okay, okay, das war schon mal ein netter Einstieg, finde ich. Jetzt sind wir allerdings auf einer Insel. Die beiden genießen hier gerade das schöne Wetter. Bei uns ist irgendwie momentan nicht so viel, okay? Oh, er nimmt da die Muschel hoch und findet noch größere Muscheln. Sind das wirklich Muscheln? Oh, ey, so eine Muschel würde ich auch gerne mal sehen. Da ist ein Leuchtturm. Komischer Leuchtturm. Sieht irgendwie merkwürdig aus, der Leuchtturm. Ist es Lighthead oder so? Nee. Auf jeden Fall ist da so eine komische Suppe dran. Oh Gott. Da sabbert irgendwas. Wow! Was ist das denn für ein Ding? Der Typ mit der übelsten Muschel am Start. Junge, hat er die eigentlich einfach absorbiert? Wo ist die? Sieht aus wie Train Eater oder so. Er verwandelt sich in Slide Eater, in Rutschen Eater. Das wird zu wild. Er kombiniert Train Eater und Thomas Echse miteinander. Oh mein Gott, was ist das für ein geisteskranker Charakter, Mann. Junge. Okay, das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ziemlich cool. Heftiges Monster. Und da gibt's erstmal den Slam Dunk, ne? Zeit ist dieser Tower da. Einfach der Leuchtturm. Das Leuchtturmmonster. Und die ist da irgendwo im Inneren drin. Voll eklig, auch die Geräusche.
Es gibt direkt den Laserstrahl hier, aber der ist gut ausgewichen. Es gibt noch einen Energieball zurück und Schild. Auf entspannt. Oha. Jetzt gibt's die Attack von oben, oder? Nee, von hinten. Wow! Schlepp da rein! Schlitz, Schlitz! Und das Ding ist erledigt. Aber der Laser hat den Train Slide ins Meer geworfen. Und irgendwas macht die da drin jetzt, ne? Die tut ihm anscheinend weh. Und der, oh, krümmt sich hier vor Schmerzen. Das ist genug Zeit, dass er wieder aus dem Wasser kommen kann, um ihnen den Rest zu geben. Und da kommt er. Er hat sich verwandelt. Digga, der Typ ist jetzt golden? Nein. Das Teil will abhauen. Aber er ist einfach zu stark. Junge, Super Saiyajin geworden, oder was? Ja. Er lässt sie wieder frei. Und er verwandelt sich wieder zurück. Er hat das Monster besänftigt. Okay, das finde ich irgendwie ziemlich cool. Und er hat es jetzt in seine Uhr aufgenommen, dass er sich damit darin verwandeln kann? Digi, seit wann ist das denn so? Also, Bruder, wilde Videos. Jetzt haben wir hier nochmal eine ganz andere Situation. Irgendwie so ein kleiner Butcher rutscht hier auf den Spielplatz. Und die beiden Loser wieder, ne? Oh, ich hasse die. Guck mal, seine Hasenzähne schon an. Sage ich auch nur, weil er gemein ist. Ansonsten hätte, ne, würde ich natürlich nicht so über ihn reden. Und der kleine Junge wurde hier an die Wippe geschubst. Ja, Mann, du bist richtig cool, wenn du kleinere ärgerst. Mhm. Du bist richtig krass. Telefonzelle? Mhm. Und ein Eis wieder. So guck ich, wenn ich ein Eis essen will, Leute. Das bin absolut ich. Nice. Und er saugt es sich einfach runter. Das finde ich schon witzig. Okay, der kleine Typ hängt hier, ne? Oh Mann. Und er sieht, wie die sich beide so ein bisschen streiten, aber der hat ganz andere Sorgen, nämlich die Bulldogs, die da auf dem Spielplatz waren. Die Bullies. Und jetzt müssen die, glaube ich, mal dafür sorgen, dass die beiden verprügelt werden, ne? Leider ja. Er verwandelt sich in... Rutschen-Eater? Nein. Abgefahren. Yo, Mann, der Typ ist ja richtig krass. Ja. Oh, es ist Chuchu-Rutsche. Junge. Wie cool die Charaktere aussehen. Ziemlich wilder Charakter. Und der springt da hinterher, ne? Und stellt sich da wahrscheinlich gleich irgendwie auf, sodass die dann mit dem rutschen. Jetzt lenkt er die so ein bisschen ab. Ich hoffe, die kriegen gleich richtig... Oh, der tut so, als würde er diese Rutsche da so runterrutschen können auf entspannt, ne? Und er sagt so, ey, verzieh dich mal. Das unsere. Einfach nur, damit die so den dicken Macke raushängen lassen, ne? Ich hoffe, der frisst die jetzt. Weg mit dem! Mach den einen weg! Hi! Feierabend! Oh, wie kann er die noch weglaufen lassen? Er will sie gar nicht. Er will sie gar nicht erledigen. Cool. Jetzt kann der Kleine wieder rutschen auf chillig und die machen da gar nichts mehr. So gefällt mir das. Das finde ich gut. Das war es auf jeden Fall auch mit dem Video. Und falls ihr mehr sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal auf Team Denomi vorbei, denn das ist mein offizieller Reaction-Kanal. Lasst ein Like für dieses Video da. Und falls ihr möchtet, Digga, einfach ein Abo reinschallern. Kuss geht raus. Deno out.